Ja, was waren das noch für Zeiten, als die Handys so aussahen und man mit ihnen allenfalls telefonieren und Textnachrichten verschicken konnte? Dann wurde es irgendwann heller, wenn vielleicht jetzt Licht auch hier auf die Fläche kommt. Die Handys wurden kleiner, die Mobilfunknetze leistungsfähiger, 3G, 4G ist heute der Stand der Dinge, da kann man dann auch Videos anschauen. Aber inzwischen reden ja alle auch schon vom neuen Standard, von 5G. Damit sollen dann Autos autonom fahren können und Maschinen in Fabriken miteinander kommunizieren. Also die Wirtschaft hat große Erwartungen an diesen neuen Mobilfunkstandard. Allerdings, es gibt auch Menschen, die jetzt warnen vor einer höheren Strahlenbelastung und angeblichen gesundheitlichen Risiken. Christian Saathoff zeigt, wie Mobilfunkgegner in Baden-Württemberg mobil gegen 5G machen. Mobilfunkstrahlen kann man nicht sehen, riechen oder schmecken. Aber mit einem Messgerät kann man sie hörbar machen. Das zeigt uns Informatikprofessor Mario Babylon an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Je lauter das Gerät, desto höher die Strahlungsdichte. Mario Babylon sagt, er kann die Strahlung am eigenen Körper spüren, mit unangenehmen Folgen. Er bezeichnet sich selbst als elektrohypersensibel. Ich merke, dass ein Ziehen von dem Schulterbereich hoch in den Kopf verläuft und dann eben von einem Kribbeln im Gehirn mit der Zeit das Ganze umschlägt in mittelstarke bis zum Teil dann auch sehr starke Kopfschmerzen. Wissenschaftlich belegt ist Elektrohypersensibilität nicht. Aber Mario Babylon sagt, je weniger Strahlung, desto besser für ihn. Darum hat er sein Büro im unteren Stockwerk, nutzt statt WLAN und Smartphone Kabelverbindungen. Der 5G-Ausbau macht ihm Sorgen. Die Belastung, die jetzt bis zur vierten Mobilfunkgeneration mir schon entgegenschwappt, reicht aus, um starke gesundheitliche Probleme hervorzurufen. Ein Ausbau mit 5G wird das Ganze noch verstärken. Mit 5G sollen noch mehr Daten in Echtzeit übertragen werden. Und das bis zu 100 Mal schneller als jetzt bei 4G. 5G kann deutlich höhere Frequenzen nutzen, damit sinkt aber gleichzeitig die Reichweite. Für ein lückenloses, hochfrequentes Netz würden deswegen vermutlich deutlich mehr Funkmasten benötigt. Erschreckende Aussichten findet Klaus Dold aus Villingen-Schwenningen. Der Arzt hat eine Mission. In seiner Heimatstadt soll es bald an öffentlichen Plätzen kostenloses Internet geben. Per Mobilfunkroutern an Straßenlaternen. Dagegen hat Klaus Dold in Geschäften Unterschriftenlisten ausgelegt. Mehrere hundert Unterstützer hat er schon. Er ist überzeugt, Mobilfunkstrahlung kann Krebs auslösen. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die ernst zu nehmen sind. Sie müssen unterscheiden zwischen Studien, die von der Industrie für viel Geld in Auftrag gegeben werden und zwischen neutralen Studien. Wenn Sie da mal schauen, dann ist die Aktenlage doch so, dass es eindeutige Hinweise gibt auf DNA-Strangbrüche, auf Zellveränderungen, auf Membrandefekte. Rund 28.000 Studien gibt es über die Wirkung elektromagnetischer Strahlung. Einzelne legen tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Strahlung und Krebs nahe. Ein wissenschaftlicher Beweis wären sie aber erst, wenn man sie unter gleichen Bedingungen mit gleichem Ergebnis wiederholen kann. Und das sei bisher keiner Folgestudie gelungen, betont Professor Alexander Lerchel aus Bremen. Die wissenschaftliche Datenlage spricht eindeutig gegen die Möglichkeit, dass Mobilfunkstrahlung, und dazu gehört auch 5G, Krebs auslöst. Das ist eigentlich die überwiegende Meinung in der Wissenschaft. Allerdings, vor einigen Jahren hat Alexander Lerchel eine Studie von Kollegen wiederholt, in der krebskranke Mäuse Handystrahlung ausgesetzt wurden. Mit überraschendem Ergebnis. Das heißt, wir konnten es bestätigen, diese Tumoren wachsen schneller. Das hat nichts mit Krebsentstehung zu tun. Die Handystrahlung habe das Tumorwachstum gefördert. Das heißt, dass die Tumore, wenn sie schon mal da sind, auch etwas schneller wachsen. Ob das bei Menschen genauso ist, das ist die große Frage. Wahrscheinlich nicht. Wir sehen nämlich bei Menschen auch über viele Jahrzehnte, in denen Mobilfunk schon benutzt wird, keine Zunahme von Gehirntumoren. Das müsste man ja erwarten, wenn es so ähnlich wäre wie bei den Mäusen. Die Effekte der Mobilfunkstrahlung oder der hochfrequenten elektromagnetischen Wellen sind oft erst nach langen Jahren dann erkenntlich. Ich möchte erinnern an Asbest. Da liegt zwischen der Exposition und der Erkrankung, können da zum Teil Jahrzehnte liegen.
Und die Industriegeschichte hat uns auch gezeigt, wie arglos wir mit solchen Substanzen bislang umgegangen sind. Die Stadt Brüssel hat wegen unklaren Langzeitfolgen, ebenso wie Genf, den geplanten 5G-Ausbau vor kurzem auf Eis gelegt. In Deutschland empfiehlt die zuständige Behörde, das Bundesamt für Strahlenschutz, einen umsichtigen 5G-Ausbau, wenngleich 5G zunächst nur schon bestehende Frequenzen nutzen wird und diese seien gut erforscht. Dazu haben wir eine relativ breite Datenlage und fühlen uns gesundheitlich auf sicherem Niveau. Die höheren Frequenzen später, das ist eine andere Frage. Deswegen will die Behörde auch weiter mögliche Auswirkungen von hochfrequenter 5G-Technik untersuchen. In dieser Sache zumindest scheinen sich die meisten einig. Weitere Forschung über die Wirkung von Strahlen ist notwendig.